Wer von euch würde stark genug sein, meinen Leidenskelch anzunehmen, in allem, was dieser mit sich bringt? Sonntag, 19. Januar 2014, 14.35 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, wer von euch, der sich selbst als einen heiligen Anhänger von mir bezeichnet und der auf diese Tatsache stolz ist, wird meinen Kelch annehmen? Wer von euch würde stark genug sein, meinen Leidenskelch anzunehmen, in allem, was dieser mit sich bringt? Die Antwort ist, sehr wenige von euch. Und doch fühlt ihr euch im Recht, wenn ihr mich geißelt, in meinen auserwählten Seelen, die meinen Kelch bereitwillig angenommen haben. Auserwählte Seelen, Visionäre, Propheten und Seher nehmen meinen Kelch an, denn sie geben mir ihren freien Willen, zu meinen Bedingungen, nicht zu ihren eigenen. Wenn ihr von euch selbst erklärt, ihr seid allwissend und in meinem heiligen Wort sehr versiert, und nicht das Leid annehmt, dem meine armen verfolgten Propheten ausgeliefert sind, dann kennt ihr mich nicht. Wenn ihr mich nicht kennt, dann könnt ihr mich nicht wirklich lieben. Wenn ihr mich nicht liebt, dann verbreitet ihr nicht die Wahrheit. Stattdessen wählt ihr aus, welche Teile in den heiligen Evangelien euch passen, und gebraucht diese dann als Maßstab, um damit meine Propheten zuschlagen und all jene Seelen, die mein kummervolles Kreuz tragen. Wenn ihr andere Seelen zertretet, sie in meinem Namen grausam behandelt, dann seid ihr vom Hass befallen. Hass kommt von Satan, er kommt nicht von mir. Wenn ihr vor mein Antlitz kommt, während der Warnung, der Erleuchtung des Gewissens, werde ich euch zeigen, wie sehr ihr mich beleidigt habt. Dennoch werden viele von euch, die dessen schuldig sind, meine Worte der Liebe in Worte des Hasses gegen meine Propheten verdreht zu haben, trotzig vor mir stehen. Denn ihr seid so vollgestopft mit Selbstliebe und Stolz, dass selbst ich, Jesus Christus, mich schwer tun werde, euch zu mir hinzuziehen. Euer Hass auf andere trennt euch von mir. Euer Jesus.